Ich bin diplomatisch, ich sage, ist doch scheißegal, wie es heißt, ob das klingt. Ich mach's super simpel. Und zwar, wir haben ja sozusagen uns überlegt, wie kann man noch andere Basstöne mit ins Spiel bringen beim Songwriting. Und da habe ich gesagt, na, im Prinzip, was viele vergessen, was aber eigentlich die erste Stufe ist, ist, dass es ja auch Umkehrungen von Akkorde gibt. Also es gibt ja nicht nur C-Dur mit C im Bass, sondern es gibt auch C-Dur mit E im Bass, also mit der Terz. Ja, erstmal nur mit den Tönen vom Akkord. Also es gibt C-Dur mit C im Bass. Unser Lieblingspfadfinder C-Dur zum Beispiel. Aber jetzt ein Pianist, wenn man sich das überlegt, man kann ja auch die Töne irgendwie vertauschen und dann E als tiefsten Ton haben und trotzdem in C-Dur spielen. Und da fehlt es dann den Leuten einfach meist an der Akkordform. Also die haben die nicht gelernt, weil die kennen nur dieses C-Dur. Und da wäre es einfach gut, wenn du zum Beispiel noch ein paar Griffe dir raussuchen würdest. Ich kann dir auch ein paar vorgeben, aber so viele gibt es auch nicht. Das zum Beispiel ist ein typisches C-Dur mit E im Bass, was ganz oft verwendet wird, auch in 1000 Songs oder so. Kannst dir mal greifen, mal andere Griffe noch lernen. Bewusst also zu sagen, okay, wie greift man ein C-Dur mit E im Bass oder ein Dur-Dreiklang mit E im Bass? Und einer der beliebtesten Griffe ist der hier, den kannst du gleich mal mitmachen. Ringfinger im 7. Bund auf der A-Seite. Dann hier so einen kleinen Barré. Den kennst du, ja? Rein theoretisch brauchen wir den kleinen Finger hier nicht. Man könnte das auch ohne den kleinen Finger spielen, kommt auch oft vor. Aber wir wollen ja auch das Thema Stimmführung angehen. Und ein so ein Ding in der ganz strengen Musiktheorie ist zum Beispiel, dass die Terz nicht verdoppelt werden darf. Das ist so eine alte Regel, das stimmt auch nicht immer. Und hier wäre dann das E doppelt und das versucht man zu vermeiden, weil das oft dann im Mix zum Beispiel, im ganzen Arrangement, so ein bisschen matschig klingt. Das ist eine Feinheit, das ist eine Nuance und das stimmt auch nicht immer und das machen auch Gitarristen. Deshalb, das darf niemals so sein, dass man sagt, das ist jetzt die feste Regel und das darf niemals passieren. Aber generell versucht man das zu vermeiden. Deshalb wäre das der Griff. Ja? Oder wenn man den gleichen Griff mit dem Basston auf der tiefen E-Seite, dann sieht der so aus. Jetzt ist der Mittelfinger im 12. Bund, hat man zwei schöne neue Akkorde, die auch alle beide C-Dur sind, aber das E im Bass haben. Und du merkst schon, wenn man die so für sich alleine spielt, dann klingen die nicht ganz wie dieser typische C-Dur-Sound, sondern die haben sofort schon eine andere Farbe durch den Terzbass. Ich habe früher immer, wenn ich Songs rausgehört habe, war da manchmal so ein Akkord, also da kam dann zum Beispiel so eine Stelle. Und da habe ich gehört, das klang für mich wie ein Mollakkord. Ich dachte mal, okay, Dur-Akkord. Und das klingt jetzt plötzlich wie ein Mollakkord. Und dann habe ich den Basston gesucht. Aha, ha. Und dann habe ich, nee, H-Moll war es nicht. Und dann habe ich ewig lange gesucht, um rauszufinden, was das für ein Akkord ist. Aber das war in dem Fall jetzt G-Dur mit H im Bass. Und dann habe ich gecheckt irgendwann, ach so, immer wenn das so ein bisschen, es klingt nicht wirklich nach Moll, aber es hat auch nicht diesen Dur-Charakter, war es dann immer der mit Terzbass als Beispiel. Und den kannst du jetzt als erstes versuchen, in deine Songs mit einzubringen. Und im Idealfall, da sind wir wieder beim Thema Stimmführung, springt man nicht einfach in so einen Akkord, also man ist nicht hier beim F und jetzt rutsche ich hier rüber, sondern man versucht, dass die Basslinie irgendeinen Sinn ergibt, dass die irgendwie wandert. Und da wäre zum Beispiel geil, ich denke mir jetzt was aus, du hast eine Akkordfolge, D-Moll, C-Dur, F-Dur. So, wäre eine Variante. Und jetzt kann man sagen, okay, aber ich kann doch auch dieses C mit E im Bass hier spielen, dann geht der Bass einfach in eine andere Richtung, dann spielt er nicht. Dann spielt er nämlich. Und dann sind wir beim F. Dann spielen wir nämlich D, E, F. Und das klingt einfach ein bisschen anders. Und dann kann man entscheiden, ist das für den Song besser oder nicht. Also Beispiel. Ja, oder will ich? So, das ist eine Nuance, aber die vergessen einfach viele Gitarristen beim Songwriting. Weil wir die Akkorde nicht so lernen wie ein Pianist. Wir haben einen Basston und wir haben einen Akkord. Sondern wir haben immer einen Griff. Und das ist jetzt für immer das C-Dur und das einzige C-Dur, was ich kenne. Anstatt damit zu spielen, wohin die sich bewegen können. So, und wenn du jetzt da ein bisschen selbst auf Erforschungstour gehen willst, dann suchst du dir einfach mal noch ein paar Griffe. C-Dur mit E im Bass. Wo ist das hier zum Beispiel auf der D-Seite?
noch, dass du den noch hast zum Beispiel. So, dann bist du eigentlich schon dicke dabei. Und dann machst du das Gleiche noch mit der Quinte im Bass. Wie gehen die Griffe, wie geht ein, egal jetzt Dur, irgendein Dur-Akkord, dass die Quinte im Bass ist? Da suchst du dir auch 2, 3 Griffe, reichen ja schon. Und dann hast du dein Akkordrepertoire erweitert. Und dann fängst du an zu sagen, wo kann ich die einsetzen? Wo würde das hinpassen? Wo würde es Sinn machen? Wo kann ich mir einen Weg ersparen? Also zum Beispiel C-Dur, G-Dur, zu sagen C-Dur, G-Dur mit Terz im Bass. Oder C-Dur, G-Dur mit Quinte im Bass, C-Dur mit E im Bass wieder und dann F. Und da entstehen ganz andere Basslinien. Oh, was habe ich gespielt? Und eigentlich war es ja nur, eigentlich habe ich ja nur gespielt C-Dur, G-Dur, C-Dur, F-Dur. Aber es hat einen anderen Sound dadurch, weil jetzt, da sind wir wieder beim Thema Stimmführung, die Stimmen woanders hingehen, die einzelnen Stimmen des Akkordes. Ja, am besten auch, also nicht immer, aber macht auch Sinn, die gegenläufig zu halten. Ne? Auf jeden Fall. Das ist dann ein Thema, da werden wir auch noch tief einsteigen. Das ist auch auf der Gitarre optisch nicht so leicht umzusetzen. Das ist auf dem Notenpapier super einfach, weil da sieht man, ah, hier sind die Noten und jetzt lasse ich die nach unten laufen, die halte ich, die geht nach oben und so. Also das, pass auf, ich schreibe hier wie immer einen Zettel, diesmal schreibe ich einen am Rechner, den schicke ich dir dann. Das wäre das Erste, was du als konkrete Aufgabe lösen kannst. Lerne Akkordshapes mit der Quinte im Bass und mit der mit der Terz im Bass und mit der Quinte im Bass. Aber die Terz nicht doppelt. Ist keine feste Regel. Versuch's zu vermeiden, aber es ist auch nicht schlecht, wenn man den Griff kennt. Also der kommt auch so vor. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Kann man dahingehend auch das Cage-System verwenden? Weißt du, dass du die Form halt abgehst und dann halt eben so die Basstöne raussuchst? Auf jeden Fall. Also rein theoretisch gibt es doch immer 5 Griffe von dem C-Dur. So, und jetzt kannst du ja in jedem dieser, wir haben die jetzt alle gelernt mit dem Basston C, aber du kannst ja auch sagen, wo ist hier das E? Und wenn du den Akkord dann einfach vom E anspielst, hast du ja schon diesen Akkord. Aber jetzt hättest du hier wieder die Terz doppelt, das E. Deshalb würde ich so spielen. Dann gehst du hier hin. Und guck mal, wenn ich anstatt hier das C, nehme ich mir das G hier oben und schon habe ich Quintbass. Kannst du durchgehen und kannst immer gucken, wo kann ich eine Terz noch spielen. Dazu ist dieses Cage-System auch gut, weil du hast eine Grundshape und kannst dich fragen, wie kann ich die jetzt verändern? Das gilt übrigens für alles. Also kannst sagen, wie kann ich den Basston verändern? Wo kann ich den hinschieben? Kannst dir aber auch sagen, wo kann ich noch Zusatztöne finden? Wo habe ich noch Freiräume? Wo kann ich noch einen Finger hinsetzen, um einen anderen Akkord zu bilden? Genau. Dir würde ich raten, das halt in einer Art Erforschermodus selbst zu untersuchen. Also man kann das sehr theoretisch machen und man kann sich eine Tabelle machen und alle Intervalle suchen und bla bla bla. Aber eigentlich fände ich es cooler, gerade für dich als der, der die Songs schreibt für deine Band, wenn du dich hinsetzt und nimmst dir den Grundakkord und fragst dich, so wie das ja eigentlich auch Leute machen, die keine Ahnung von der Gitarre haben und Songs schreiben, sagen, was kann ich hier verändern? Was passiert, wenn ich den Finger wegnehme, wenn ich den noch hier dazulege und so? Weil du weißt, ich habe immer C-Dur. Was passiert, wenn ich jetzt das eine verändere und so? Und durch diese Einstellung, dass du neue Sounds findest und du weißt genug Musiktheorie, um dir zu beantworten, ach so, na klar, wenn ich jetzt eine große Septime statt einen Grundton spiele, ist es ein Major-7-Akkord und wenn du es nicht weißt, dann schreibst du mir halt, wenn du sagst, hier ist was ganz Komisches rausgekommen, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dann können wir ja drüber reden. Okay, also erstens Akkorde mit Terz und Quintbass suchen. Sag mal, Septime, würde das klingen, wenn der Abstand groß genug ist, ja, zwischen Bass und... Ja. Auf jeden Fall. Kommt auch vor. Every day is so wonderful. Suddenly it's hard to breathe. Da kommt zum Beispiel C-Dur. C-Dur mit kleiner Septime im Bass.
Wobei, musiktheoretisch könnte man das auch anders deuten als einen anderen Akkord. Das geht immer. Da würden jetzt manche sagen, nee, nee, das ist eigentlich ein lydischer Akkord oder so. Ja, kann man von mir aus. Aber was... Also das bis None und was ich das alles... Du kannst das ja mal ausprobieren. Das meinte ich gerade damit. Da werden dann Theoretiker sagen, nee, eigentlich stimmt das nicht. Gib dir mal ein Beispiel. Vielleicht kennst du den Akkord sogar. Greif mal dieses F-Dur hier. Und jetzt sagen manche, das ist F-Dur. Und jetzt packe ich die None in den Bass. Also anstatt F, G. Und es gibt welche, zum Beispiel in dem berühmten Akkordbuch von Ted Green, Chord Chemistry. Ich glaube, dort habe ich das gelesen. Der beschreibt das zum Beispiel, da ist die None im Bass. So. Aber da würden Musiktheoretiker oft sagen, nee, eigentlich ist das ein G-Sus-Akkord. Ein G-Sus 9. G-Sus 9 ist ein F-Dur? Ja. Na, du hast doch hier oben den F-3-Klang. Guck mal. Ja. Guck mal hier. F, A, C. Ja. F, A, C. Und dann hast du im Bass das G. Und da sagen manche, das ist F-Dur mit G im Bass, also mit der None. Und andere sagen, nee, das stimmt ja nicht, weil es ist ja. Und ich bin diplomatisch, ich sage, ist doch scheiße, ja, wie es heißt, ob das klingt. So kommt auch auf die Funktion an, wie es verwendet wird und wie einer denkt, wenn jetzt einer zum Beispiel die ganze Zeit das F liegen lässt. Dann würde ich sagen, okay, es ist F-Dur mit G im Bass. Wenn es sich jetzt aber auflöst zu, dann würde ich sagen, okay, es war kein F-Dur mit G im Bass, sondern es war G9 Sus, G7 und dann Auflösung. Aber da kann man sich ewig streiten und da gibt es auch Leute, die sind da richtige Korinthenkacker in der Musiktheorie und da, ich finde bloß, das bringt nichts, weil du willst doch nicht Recht behalten bei einem Namen, sondern du willst doch einen Song schreiben, der klingt und ob man das nun so nennt oder so, da können wir uns doch einigen. Aber das kannst du gerne ausprobieren, da kommen natürlich auch Sounds raus. Was ist, hast du ja gerade gesehen, was ist, wenn die Kreuz 11 im Bass ist? Was ist, hier, Kreuz 11 im Bass? Kann ich gar nicht greifen. Naja, vielleicht kann ich den gebrauchen. So. Mhm. Da kommen halt wieder andere Sounds raus. Aber fange erstmal an. Also das wäre eine konkrete Aufgabenstellung, die ich prüfen könnte. Ich möchte mindestens 2 Griffe für einen Terzbass und einen Quintbass. Fertig. So würde ich es jetzt formulieren, wenn das hier eine Schule wäre, wo es Noten gibt und Prüfungen. So, was es nicht ist. Okay. Ja? Aber da weißt du wenigstens, was du zu tun hast. Du kannst mehr erforschen, mehr geht immer, aber die bräuchtest du, wenn es jetzt darum geht, dass du so schnell wie möglich spielfähig bist und das in einer Bandsituation anwenden kannst, dann würde ich sagen, mindestens 2 Griffe, noch besser 3. So, Varianten. Aber 2 sind wunderbar. Vielleicht mit dem Bass auf der E-Seite und auf der A-Seite erstmal. Und klar, ich könnte dir jetzt einfach geben, aber ich will halt, dass du dich hinsetzt mit deiner Gitarre und dir das überlegst, wie das geht. Ja? Mhm. Deshalb gebe ich dir die jetzt nicht einfach. Wir haben ja gerade schon über 2 gesprochen, die kannst du auch nehmen. Und dann möchte ich, dass du eine Akkordfolge nimmst, entweder aus euren eigenen Songs oder aus Songs, die du gern spielst und versuchst, wo kann ich die dort einbringen? Oder von mir aus schreibst du einen neuen Song, ist mir egal. Aber wichtig, dass du, jetzt habe ich diesen Griff. Wo kann ich den spielen? Wo klingt der gut? Wann kann ich den anwenden? Von welchem Akkord zu welchem Akkord muss ich gehen, damit ich jetzt die Terz oder die Quinte hier einsetzen kann? Und das ist auch Eigenarbeit für dich. Also einfach hinsetzen, gucken. Das ist auch super easy eigentlich. Also das ist jetzt nicht kompliziert, sondern du nimmst einen Standardsong und guckst, kann ich irgendwo hingehen? Zu einem anderen Griff. Denkst du, gut, ich meine, rumprobieren ist das eine, aber macht es schon Sinn, das halt auch irgendwie mit einem Notenplug irgendwie zu arrangieren, oder? Dass man halt so sieht, okay, welche Akkorde kann ich halt nehmen, welche Töne werden halt geteilt und wie kann ich dann dahingehend halt so einen Basslauf und Melodie halt drüber machen? Weißt du, was ich meine? Es macht beides Sinn, aber es macht eigentlich, also es macht theoretisch Sinn, sich mit einem Blatt Papier hinzusetzen und mal eine Akkordfolge aufzuschreiben. Und dann zu gucken, wo können welche Stimmen hin? Kann ich den Bass zum Beispiel, die Akkordfolge geht C-Dur, G-Dur, und dann von mir aus E-Moll. Und kann ich den Bass jetzt anders laufen lassen? Ja, kann ich, weil ich kann C-Dur spielen. Ich kann das G-Dur mit einem Quint-Bass spielen. Dann habe ich als Bass C, D und dann gehe ich zum E. So, das kann man auf dem Blatt sich angucken, klar. Aber genauso wichtig und eigentlich fast noch wichtiger für die Praxis ist, du brauchst diese 2 Griffe,
und musst einfach mal gucken, wo kann ich die hier ansetzen. Also das sind, cool ist, wenn die zwei Ansätze dann irgendwann zusammenkommen, aber für mich wäre jetzt erstmal wichtig, kannst du zwei Griffe, weil dann könntest du die schon in der nächsten Bandprobe benutzen oder im nächsten Song. Na, ich habe A-Moll, mach gleich mit, und dann habe ich diese G-Form sozusagen. Und jetzt gäbe es die Möglichkeit, in zwei Richtungen weiterzumachen. Jetzt kämen wir an E7, ja? Jetzt brauchen wir ein bisschen Theorie. Jetzt pass auf. Der Ton, der hier neben dem C ist, das ist H. Wie ist der E-Dur-Dreiklang? E-G-S-B. Genau. So. Und dann hast du hier den Ton. Also, das wäre die Quinte. Jetzt ist die Frage, kannst du ein E7 mit Quinte im Bass? Dann wird das so klingen. Oder unser C-Dur. Der nächste Ton wäre D. Das ist die Septime vom E7. E gis H oder E gis B, wie du sagst. Und D dann dran. Jetzt die Frage, kannst du ein E-Dur mit Septime im Bass? Dann klingt es so. So, und deshalb lohnt es sich, die Griffe zu können, weil dann weißt du, wo du hin kannst. Nimm es, mach's nicht so kompliziert. Lern zwei Griffe. Such dir einen Dur-Akkord mit Terzbass, einen Dur-Akkord mit Quintbass. Dann vielleicht noch für Moll, das ist auch interessant, einen Moll-Akkord mit Terzbass. Einfach, das ist wie neue Akkorde, die du jetzt lernst. Mhm. Und wenn du dann noch Bock hast, dann sagst du, ja, es gibt natürlich auch Septklänge mit Terzbass und mit Quintbass und was weiß ich. Das kannst du auch noch machen. Aber fang erstmal von mir aus mit Dur und Moll an, weil dann hast du jetzt schon mal mindestens zwei oder vier neue Griffe. Und dann kannst du immer weitergehen. Aber du brauchst erstmal diese Griffe, bevor du das zu theoretisierst, Griffe lernen. Und am besten welche, die man verschieben kann. Also es gibt ja auch zum Beispiel dieses das AC/DC D mit Fis im Bass. So, das kannst du aber jetzt so nicht verschieben. Deshalb brauchst du den Griff, dass du es überall anwenden kannst. Das wäre gut. Und dann nimmst du dir das Cage-System zu Hilfe und checkst einfach ab, was kann ich hier wo spielen. Und das ist das Tolle an diesen fünf Positionen. Überall gibt es andere Möglichkeiten, weil sonst bräuchten wir nur eine. Wenn man alles in jeder Position spielen könnte, bräuchte man nur eine. Aber das Coole an diesen fünf unterschiedlichen Formen ist, dass in jeder sind andere Finger frei, ist ein anderer Ton auf irgendeiner anderen Seite und dadurch lassen sich andere Modulationen oder wie soll ich sagen, Variationen zu dieser Akkorde. Ja. Zum Beispiel beim D-Shape, also bei dieser D-Form, da hat man hier im Bassbereich übel viel Platz. Das kannst du aber nur, so eine Basslaufgeschichte könntest du jetzt nur hier spielen. Weil wenn du jetzt diese E-Form nimmst, kommst du nicht tiefer mit deinem Bass. Weil es ist vorbei, musst du höher gehen. Und das meine ich damit. Also jede Form hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, wenn man so will. Oder besser ausgedrückt, jede Form bietet dir andere Möglichkeiten, einen Song damit zu schreiben. Hau rein, wir sehen uns. Ciao, ciao. Gieß deine Pflanzen. Hey Leute, danke fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über Kritik, Fragen und Themenvorschläge freue ich mich besonders. Schreibt dazu einfach in die Kommentare. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Videos rund um das Gitarrespielen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Üben.